Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe da gesessen und natürlich mir Zeit genommen, das alles zu genießen, weil letztendlich beide Kontrahenten haben es geschafft, die Pressekonferenz zu erreichen. Letztes Mal hat es leider nicht geklappt. Sorry, my man. I missed the last press conference. Aber ich bin wieder da und das freut mich natürlich sehr. Ich glaube, das kann, man kann einiges erzählen. Ich habe schon wahnsinnig viel angehört von Jean-Marc. Mein Französisch ist nicht so gut, also so ein bisschen habe ich verstanden. Aber er ist wirklich ein sehr guter Redner. Er hat das sehr lange geübt als Kommentator, hat er schon viele von meinen Kämpfen kommentiert und gesehen und hat gesehen irgendwo die Schwächen, die er dann natürlich im Ring am Samstagabend ausnutzen konnte. Ich muss auch sagen, es gab schon einige Kritiken, dass Jean-Marc Moumek eigentlich gehört nicht ins Schwergewicht. Nicht durch seine Körpergröße, sondern durch seine Leistung oder auch wie immer. Es gab natürlich viele Experten, die einige schon gesagt haben. Ich möchte nur sagen, so wie der Mann wirkt, so wie der Mann spricht, so wie der Mann guckt, so wie der Mann geht, spricht für sich selbst. Der hat einen Willen, was er auch gesagt hat. Der erste Schwergewichtsweltmeister in der Geschichte in Frankreich zu sein. Das hat er ihn auch angekündigt bei der Pressekonferenz in Paris, wo wir dann beide waren. Und er hat es mit einer gewissen bestimmten Ruhe gesagt. Er hat es schon auch mal gemacht in einer Gewichtsklasse, wo er Weltmeister war. Er hat wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt. Und ich muss auch sagen, dass Simon und ich sind dafür bereit. Es wird Herausforderungen geben. Es ist wahnsinnig schwer, gegen einen Mann zu boxen, der viel kleiner ist als ich. Das habt ihr gerade gesehen mit dem Mikrofon, wo ich dann wieder auf meine Körpergröße umstellen muss. Der Körpergrößeunterschied ist groß. Aber das macht auch den Job für mich nicht leichter, auf keinen Fall leichter, sondern es macht natürlich schwerer. Durch die Schnelligkeit, Beweglichkeit und die Gewichtunterschied wird natürlich den Kampf für mich auf keinen Fall leichter sein. Dafür bin ich bereit. Für diese Herausforderung bin ich auch bereit. Für diese Herausforderung hat Jean-Marc Moumek zwei Trainingslager absolviert. Also er hat mehr Zeit gehabt, mich einzustudieren und für diesen Kampf vorzubereiten. Das gleiche habe ich gemacht. Ich bin seit fast 4 Monaten insgesamt, wenn man dann von der ersten Pressekonferenz und Ankündigung des Kampfes zusammenzählt, dann sind das ungefähr 4 Monate. Eher als wir das zum ersten Mal gemacht haben. Also beide Kontrahenten haben natürlich die Hausarbeit, glaube ich, schon ziemlich gut gemacht. So wie der Körpergröße von Jean-Marc Moumek aussieht. Er sieht ziemlich fit aus, er sieht nicht übergewichtig. Er ist sehr athletisch und ich glaube, er kann schon richtig einiges anbieten.